Wie geht die Verwaltung mit der aktuellen Situation um? Welche Maßnahmen werden ergriffen? Wir haben uns hier in der Verwaltung in einen vorläufigen Stab zusammengefunden. Das heißt, Personen, die mit der Leitung hier in der Verwaltung befasst sind, wir tagen situationsbedingt und auch einmal täglich, wo wir die Situation besprechen, wo wir Maßnahmen besprechen, die notwendig wären. Es gibt eine Abstimmung mit dem Salzlandkreis, mit dem Landrat direkt am Freitag, am Samstag und auch heute war wieder eine Besprechung im Landratsamt. Als Maßnahmen sind insoweit natürlich durch Erlass der Landesregierung die Schließung von Kitas und Schulen derzeit in der Umsetzung. Bedeutet, dass Schulen, Kitas natürlich nach wie vor offen sind. Das heißt, die Schulpflicht ist ausgesetzt. Lehrer, Erzieher sind aber vor Ort. Es soll insoweit eine Notbetreuung abgesichert werden, insbesondere von Kindern, von Berufstätigen, die insbesondere für die systemrelevanten Strukturen weiter verantwortlich und da sein müssen. Dafür gibt es Bescheinigungen, die müssen die Eltern bis Mittwoch in den Schulen und Kindertageseinrichtungen einreichen, wo sie also bekannt geben müssen, dass sie vom Arbeitgeber unverzichtbar sind, wo sie arbeiten, was sie arbeiten und dass eine Betreuung des Kindes nicht abgesichert ist, sodass also in Kleinstgruppen dann eine Betreuung in Schulen bis 12 Jahre und in der Kita in Kleinstgruppen abgesichert ist. Der öffentliche Personennahverkehr läuft weiter, wie der Landrat zugesichert hat. Die medizinische Versorgung ist tatsächlich auch gesichert. Wir stehen in Abstimmung dort mit Ameos. Heute ist ein mobiles Zentrum zur entsprechenden Testung von Personen auf Coronavirus hier in Schönebeck in der Bölzigstraße aufgebaut worden, sodass also auch Arztpraxen entsprechend entlastet werden können, möglichst wenig weitere Ansteckungsherde schaffen. Weitestgehend sind Veranstaltungen abgesagt. Wir haben seit heute unsere Bäder, das heißt das Solequell und auch die Volksschwimmhalle geschlossen, zunächst für 14 Tage. Ab morgen wird auch die Bibliothek und Sporteinrichtung geschlossen werden. Das heißt, wir wollen versuchen, möglichst wenig Plattformen zu schaffen, wo Personen miteinander in Berührung kommen können, sodass also die Infektionskette nach Möglichkeit unterbrochen wird. Werden die Jugendclubs in Schönebeck für Schülerinnen und Schüler geöffnet bleiben? Haben wir heute Vormittag besprochen mit dem Träger der Jugendclubs, das ist ja Rückenwind e.V. Die Jugendclubs werden auch geschlossen werden. Es macht keinen Sinn, quasi Schulen und Kitas zu schließen und dann die Kinder sich woanders in größeren Gruppen treffen zu lassen. Das heißt, in Absprache mit den Trägern werden diese die Jugendclubs schließen. Auch der Treff in der Wilhelm-Helge-Straße wird vorerst geschlossen. Wer trifft die Entscheidungen für sämtliche Maßnahmen? Da gibt es verschiedene Zuständigkeitsbereiche. Maßgeblich ist das Gesundheitsamt und der Landrat, die beim Landkreis beheimatet sind. Auch als Träger der Jugendhilfe sind sie entsprechend für die Schulen und Kitas dort mitverantwortlich. Letztendlich treffen wir aber Entscheidungen auch vor Ort in unserem eigenen Wirkungsbereich für unsere eigenen Einrichtungen, wie ich gerade gesagt habe, Schwimmhallen, Bibliothek und so weiter, Sporteinrichtungen, sind wir selber verantwortlich. Da, wo wir als Verwaltung für Veranstaltungen von Genehmigungen angefragt werden, wird das sicherlich auch Berücksichtigung finden. Das heißt, da werden wir eigene Entscheidungen treffen. Wir sind für die Organisation hier in unserem Bereich derzeit zuständig. Das kann sich in einem Katastrophenfall, so er denn ausgerufen wird, ändern, wo das dann insgesamt zum Salzlandkreis geht. Aber derzeit sind wir in unserem Bereich entsprechend auch selbst mitverantwortlich und nehmen die Verantwortung auch wahr. Wohin können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen zur aktuellen Situation stellen? Auch wir werden ab heute eine Hotline einrichten. Bitte da auf unsere Seite schauen, da wo die Nummer veröffentlicht wird. Ansonsten sind wir natürlich auch in der Verwaltung nach wie vor Ansprechpartner für alle Bereiche, die uns hier betreffen, wo wir Rede und Antwort stehen. Das heißt, die Verwaltung ist nicht geschlossen. Wir sind weiter für die Bürgerinnen und Bürger da und werden auch alle Anfragen beantworten. Gibt es Einschränkungen im Bürgerbüro? Wir haben das gerade eben in unserer Sitzung besprochen. Das Bürgerbüro ist geöffnet, wird aber tatsächlich nur Termine nach telefonischer Vorvereinbarung wahrnehmen. Das heißt, da appelliere ich auch an jede Bürgerin und jeden Bürger, wenn möglich, egal welche Bereiche es hier in der Verwaltung betrifft, von einer
telefonischen Beratungen Gebrauch zu machen, möglichst nicht vor Ort zu erscheinen, da wo es unabdingbar ist oder wo nach telefonischer Beratung eine entsprechende Präsenz notwendig ist, wird das mit den Mitarbeitern dann entsprechend so vereinbart werden. Das heißt, dort, wo das Bürgerbüro bei den Stadtwerken seinen Sitz hat, seine Räumlichkeiten hat, diese Räumlichkeiten sollen geschlossen werden, tatsächlich räumlich, aber Personen, wo es dringend notwendig ist, wo eine telefonische Beratung nicht ausreicht, sollen nach terminlicher Vereinbarung Termine bekommen, um dort ihre Anliegen weiter umgesetzt zu wissen. Durch die Maßnahmen zur Vorbeugung der Ausbreitung des Coronavirus erliegen sämtliche Unternehmen finanzielle und wirtschaftliche Schäden. Inwieweit unterstützt die Stadt die Firmen? Ja, das wird mit Sicherheit sämtliche Unternehmen, vom kleinsten Unternehmen bis zum großen Unternehmen, hier vor Ort treffen. Das wird an allen nicht spurlos vorbeigehen. Nicht umsonst hat die Bundesregierung ja ein riesiges Maßnahmenpaket finanzielle Unterstützung insbesondere zugesichert. Wie das hier vor Ort, welche Auswirkungen das vor Ort sein werden, ist derzeit noch unabsehbar. Wir haben hier noch keine aktuellen Maßnahmen dazu getroffen, dazu gab es noch keinen Anlass. Wir sind natürlich mit der Wirtschaftsförderung und auch mit allen anderen Bereichen bestrebt, Unternehmen in ihren jeweiligen Problemlagen zu unterstützen, so sie anfragen, das haben wir auch schon getan, bezüglich Ausfallgeld, Kurzarbeitergeld und so weiter ist die Bundesagentur für Arbeit Ansprechpartner. Auch dort stehen wir mit unserer Wirtschaftsförderung in Kontakt. Ob weitere Maßnahmen später notwendig wären, müssen wir dann entscheiden, wenn die Problemlagen an uns herangetragen werden. Das kann ich jetzt im vorauseilenden Gehorsam noch nicht entscheiden. Wurde in Betracht gezogen, ähnlich wie in Berlin und Jena, Schließungen sämtlicher Unternehmen und Einrichtungen zu veranlassen? Ich kann auch nicht versprechen, dass das hier nicht kommen wird. Also wir sind da auch weiterhin jeweils mit der Lage in Entscheidungsfindungen, wie letztendlich damit umzugehen ist. Da sind natürlich auch die Prüfung solcher Maßnahmen immer auch eine Option. Nach dem Infektionsgesetz wäre das maßgeblich vom Gesundheitsamt, also hier Landkreis, anzuordnen. Mir selber obliegt diesbezüglich keine Rechtsgrundlage, um das öffentliche Leben derart einzuschränken im privaten Bereich. Für den Fall, dass wie in Bayern Katastrophe ausgerufen würde, gäbe es dann natürlich dann auch entsprechende Möglichkeiten, mit Maßnahmen zu reagieren. Soweit sind wir hier in Sachsen-Anhalt noch nicht und auch im Salzlandkreis noch nicht, die dann entsprechende Behörde wäre, solche Maßnahmen auszurufen. Was möchten Sie den Bürgerinnen und Bürgern für die momentane Situation mit auf den Weg geben? Mir ist es nochmal wichtig, an die Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort zu appellieren. Nicht in Panik zu verfallen, tatsächlich möglichst soziale Kontakte zu vermeiden, Rücksicht auf Mitbürgerinnen und Mitbürger zu nehmen, auch gerade von betroffenen Gruppen, die entsprechend infektionsanfällig sind beziehungsweise dann auch für den Infektionsfall gefährdet sind. Das Wort Solidarität macht die große Runde. Auch insoweit möchte ich an jeden und jede hier appellieren, diese Solidarität auch hier in Schönebeck walten zu lassen, Rücksicht zu nehmen auf andere und ansonsten aufmerksam auch bitte immer unsere Seite mitverfolgen, unsere Informationen, die wir rausgeben, verfolgen. Und im Zweifel, wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen auch mit Rat und Tat, soweit wir können, zur Verfügung.